Aktionstag Schulsport ist die Idee der Deutschen Schulsportstiftung, die ausgefallenen Finalveranstaltungen von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ein wenig zu kompensieren auf der einen Seite, weil natürlich alle Wettbewerbe abgesagt wurden, pandemiebedingt. Auf der anderen Seite soll es ein starkes Zeichen sein für Schulsport, für Bewegung im Schulumfeld. Aktuell natürlich unter Einhaltung der Hygieneauflagen und der notwendigen Vorsicht. Trotzdem wollen wir gemeinsam mit allen Sportverbänden, mit allen Sportorganisationen in Deutschland, mit der Deutschen Schulsportstiftung, mit den Spitzenverbänden ein Zeichen setzen, dass Sport im Alltag der Kinder und Jugendlichen wichtig ist und dass man halt alles versuchen sollte, den Kindern die Möglichkeit für Schulsport im Alltag wiederzugeben. Das sind ja ganz beeindruckende Zahlen von denen, die teilnehmen. Vielleicht haben Sie mal ein paar Zahlen vor, wie viele Schulen, wie viele Kids teilnehmen an der Aktion? Angepeilt waren 100.000. Es sind mehr als doppelt so viele geworden. Meines Wissens sind wir bei weit über 200.000 Kindern, die bundesweit an allen Maßnahmen teilnehmen. Wir haben jetzt als DBB in unserem Angebot, also mit Ballpaket und dem Bronzespielabzeichen, 4.300 Schülerinnen und Schüler an 38 Schulen, auch verteilt über alle Bundesländer. Und ich glaube, das spricht für sich. Gerade die große Gesamtzahl, die alle Erwartungen übertroffen hat, dass die Nachfrage groß ist und dass der Bewegungsdrang der Kinder, aber auch das Interesse der Lehrkräfte, dass an den Schulen wieder Bewegung stattfindet, sehr, sehr groß ist.